Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde von The Council. Wir haben heute Montag, den 29.08. und schon 17.23 Uhr. Und das bedeutet, dass wir ungefähr seit 2,5 Stunden beim Zahnarzt draus sind. Und das ist auch gut so. Christian und ich haben unsere Termine mal so zusammengelegt. Und das würde mich jetzt mal interessieren, wie ist das bei eurem Zahnarzt? Kommt ihr einmal im halben Jahr oder einmal im Jahr, je nachdem, hin? Und werdet dann rundum behandelt, sodass ihr dann, keine Ahnung, eure Behandlung vielleicht 1 Stunde oder 2 Stunden oder sowas dauert. Vielleicht sogar länger, je nachdem, was alles gemacht werden muss. Oder kommt ihr, keine Ahnung, mindestens 10-mal im Jahr zum Zahnarzt? Also mindestens war übertrieben, aber sagen wir mal so, 6-mal schon mindestens im Jahr zum Zahnarzt. Und dann müsst ihr aber immer nur kleine Sachen machen, also für 1/2 Stunde oder irgendwie sowas. Machen die 1, 2 Löchel zu oder was auch immer bei euch gemacht werden muss und dann könnt ihr wieder gehen. Welchen Zahnarzt habt ihr oder habt ihr nochmal eine ganz andere Variante und werdet anders behandelt? Das würde mich interessieren und was würdet ihr besser finden, je nachdem, falls ihr auch nur die eine Variante davon kennen solltet. Ich bin nämlich in meiner Jugend zu einem Zahnarzt gegangen, der das genau anders gemacht hat. Ich hatte mit meinen Eltern auch nur einmal im Jahr einen Zahnarzttermin. Und in diesem einen Mal wurdest du halt rundum durchgenommen quasi. Von oben bis unten wurde alles bei dir gemacht. Und dann hast du, wie schon gesagt, halt auch schon eine längere Zeit gesessen. Aber du bist dann halt weggegangen und konntest den Mist für ein Jahr wieder in die Zukunft schieben. Das fand ich, glaube ich, besser als die Variante, die wir jetzt haben. Weil jetzt ist es so, also ich bin jemand, ich bin ein unglaublicher Schisser vom Zahnarzt. Mir tut einen Tag vorher der Bauch schon weh. Und das 6-mal im Jahr zu haben, ist nicht so geil wie einmal im Jahr, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Vor allem, wir haben in 2 Wochen wieder einen Zahnarzttermin. Freue ich mich schon drauf. Aber gut, genug geheult jetzt. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, wie das bei euch aussieht. Und habt ihr Angst vor dem Zahnarzt oder nicht? Was ist eurer Meinung nach der schlimmste Arzt? Ich habe mich heute mit meiner Zahnärztin wie nennt man das, Zahnarztassistentin, glaube ich, ne? Unterhalten. Das war so eine neue Dame, die kannte ich vorher noch nicht. Die hat mir erzählt, dass sie jetzt dort ihre Ausbildung macht beim Zahnarzt und da haben wir uns auch drüber unterhalten, was die schlimmsten Ärzte sind. Und dann hat sie gesagt, ja, der Zahnarzt ist der schlimmste Arzt. Und das ist cool, das von jemandem zu hören, der bei einem Zahnarzt arbeitet. Und dann hat sie halt noch gesagt, ja, Zahnarzt und Frauenarzt. Und dann waren wir uns einig und ja, wir sind auf einer Wellenlänge. Wie dem auch sei, liebe Leute, wir machen jetzt weiter mit The Council. Denn ich weiß gar nicht, wie lange es her ist. Ich glaube, 20. stand da. Steht das hier noch irgendwo? Nee, ne? 20. kann das sein, seit ich das letzte Mal gespielt habe. Also fast 9 Tage oder ungefähr 9 Tage Unterschied. Und ich habe oft an das Spiel denken müssen, tatsächlich in der Zwischenzeit, weil das so ein bisschen detektivisch ist. Ich habe übrigens 2 weitere Detektivspiele in der Pipeline, die ich unbedingt spielen wollte. Und ich habe auch kurz überlegt, ob ich Council weiterspiele oder ob ich Jenny LeClue, Detective, anfange oder Unforeseen Incidents. Habe ich bei beiden richtig Bock drauf. Ich dachte aber, wir machen erstmal The Council weiter, weil ich das auch ziemlich spannend finde und nicht mehrere Stories dann nebenan haben möchte. Und wo ich mich halt drauf freuen würde, wenn endlich Slender Threads oder Children of Silent Town rauskommen würde, denn beides ist noch nicht geschehen, falls ihr das hier gerade seht. Wie schon gesagt, das hier kommt wahrscheinlich ja erst, ich glaube, im November raus, diese Folgen. Ich bin jetzt aber gerade noch im August, ne? Falls in der Zwischenzeit das rausgekommen ist, schreibt es mir zwar gerne in die Kommentare, aber ich konnte es mit meinen hellseherischen Fähigkeiten noch nicht feststellen. So, jetzt habe ich euch fast 4 Minuten vollgelabert, jetzt fahren wir aber mal fort. Ladies, Gentlemen, I bid you all good night. Mr. President, Your Eminence, Duchess, you have the same rooms as usual. You, Monsieur de Richet, will find your room at the end of the corridor. Well, my friends, I am bone tired. I am off to my bed. See you in the morning. Good night, sir. I shall do likewise. Louis, I shall see you in the morning. Sleep well. Good night. See you tomorrow. Oh, man. It's been quite a day. Right. Where is my room? Okay, er hat gesagt, am Ende des Korridors ist mein Room. Ist es dieses Ende? Oder ist es dieses Ende? Welches Ende es auch immer das ist, wir werden sowieso alles erkunden. Wo fangen wir nur an? Können wir runtergehen wieder? Offensichtlich nicht. Okay. Ach, das ist bloß ein... Boah, hier. Werden wir aber mit der Kamera hin und her geschleudert. Hier ist aber nicht, oder?
Diese Spiegelungen sind manchmal so ein bisschen fies. Okay. Wir werden die ganze Nacht hier unterwegs sein, Leute. Ich würde sagen, wir gehen erst an der linken Wand entlang, drehen uns dort hinten und kommen dann an der rechten Wand weiter. So. Damit wir nicht immer die ganze Zeit über den Gang gehen müssen, wisst ihr? Da leuchtet doch was. Gib mir das. Hey, a Russian Ruble. I wonder what it'd be worth today. Ein russischer Rubel. Okay. Wie schon gesagt, erst linke Wand. Kann ich nicht aufmachen. Hier stehen zumindest Koffer. Schade, dass er zum Bild nichts sagt. Nichts oben. Ah, okay. Wir sind quasi auf der einen Seite hochgegangen. Es gibt ja noch eine andere. Das ist offen. Okay, interessant. Das Ganze ist hier gerade so ein bisschen zackelig, oder? Kommt nur mir das so vor? Okay, hier kommen wir auch nicht runter. Warum ist das so? Optionen. Zaun und Untertitel ist ja alles in Ordnung. Ist auch noch dieselbe Einstellung wie vorher. Untertitel sollen an und Sprachausgabe ist auch richtig. Steuerung. Umkehren wollen wir nicht. Nee, wahrscheinlich muss ich für Grafikoptionen, um das zu gucken, rausgehen. Kann ich ja nach dieser Folge mal machen. Jetzt hier mitten in der Folge wäre kacke. Es ist mir auch das letzte Mal abgeraucht, tatsächlich, das Spiel. als ich das letzte Mal aufgenommen habe. The Quorum Guide. Wir können ja immer am Kapitel anfangen oder so, wurde uns ja gesagt, ein Buch aussuchen, was wir lesen und dessen Fähigkeiten, die uns da geschult werden, können wir lernen. Darauf habe ich auch richtig Bock. Ich habe jetzt erst geguckt, ob ich auch wirklich den Ton aufnehme, Leute. Wäre fatal gewesen, wenn nicht. Okay. Meine Güte, wie riesig ist das hier denn? Warum steht das Getränkeding auf dem Boden? Oh. Eigentlich ist es erst auf unserer Rücktour, dass wir das finden sollen, aber ich habe so ein bisschen Angst, dass es gar keine Rücktour geben wird. Aha. Kann ich auch nicht hoch, ne? Naja. Okay. Noch? Oh Gott. Ich dachte, es kommt jemand. Das ist ein Busch. Okay, liegt hier was auf dem Stuhl? Oder so? Ich mag die Details, dass Sachen halt nicht alle ordentlich sind, sondern ein paar halt auf dem Boden stehen. Auch wenn es komisch ist, dass sie das tun. Dort hinten ist aber hoffentlich bald Ende, ne? Noch ein Gang nach unten? Wir werden niemals unser Zimmer finden, Leute. Hier ist Geld. Schön. Noch eine Sammlermünze. Ein Tässchen. Zwei Tässchen. Die werde ich doch bestimmt nicht nach unten können, richtig? Wir werden diese Folge nur damit beschäftigt sein, diesen Gang hier lang zu laufen. Oh shit, stellt euch mal vor, das führt im Kreis. Würden wir es merken?
Oder würde ich es merken, ist ja wahrscheinlich jetzt das Ehre. Ich mag diese Holzvertäfelung, das sieht so schön aus. Das ist so ein Raucherbereich hier, kann das sein? Das erinnert mich an... War das Layers of Fear, der Teil, der auf dem Boot war? War das überhaupt Layers of Fear? Es war irgendein Horrorspiel, was auf dem Boot war, glaube ich. Ich weiß nicht mehr, ob es Layers of Fear war. Hm. Aber es macht schon hart den Eindruck. Doch, die Bilder würden wir wieder erkennen, wenn wir drankommen. Es macht gerade schon hart den Eindruck, als würden wir im Kreis laufen. Aber wir haben es noch nicht geschafft anzukommen. Sehr schönes Muster. Ich mag die Couch. Sehr, sehr hübsch. Was war das? Noch eine Sammlermünze? Hat man überhaupt nicht gesehen. Kästchen kann ich nicht öffnen. Naja. Was haben wir eigentlich davon, wenn wir alle Sammlermünze irgendwann haben? Jede Menge Geld zu meinen, aber... Meine Güte. Und mal kurz husten, Leute. So. Ich meine, nur eine Errungenschaft oder... Können wir damit auch irgendwas Rätselhaftes lösen? Kann dorthin bitte endlich Schluss sein? Oh nein, wo kommen wir denn da hin? Ah! Okay, was ist das hier? Ich kann es nicht öffnen, ne? Naja. Huch. Ist das Buffet irgendwie? Haben wir Honig? Gelee Royal. Hm. Draußen wird hart gebremst. Vorgestern konnte man live in der Nacht zuhören, wie Nachbarn von uns sich vergnügt haben. Nur mal so zur Information. Son Eminenz le Cardinal Piaggi. Also seine Eminenz der Kardinal. His Eminence Cardinal Piaggi. Piaggi. Okay, also sind wir jetzt quasi eine Runde rum, ne, wenn Piaggi hier ist. Also können wir gleich den anderen Weg lang gehen. Louis de Richer. Das ist unser Zimmer, Leute. Aber da wollen wir noch nicht rein. Denn wir haben noch nicht alles abgefrühstückt. Es hat gerade so geklungen, als wäre eine Tür aufgegangen. Was ist das? Ich habe am Anfang gedacht, das ist so ein Cthulhu-Ding. Aber das ist doch ein Fisch. Aber was ist das außenrum? Das ist was Spinniges? Finde ich schade, dass es jetzt halt nicht erklärt, was das ist. Kann ich auch nicht rein? Wer ist hier? Duke Manuel Godoy. Godoy. Duchess Emily Hillsborough. Sind wir am Anfang angekommen? Ja, hier ist das umgeknickte Dingsbums. Ich würde sagen, aber die sind alle da hinten lang gelaufen. Warum ist Emily da nicht hier lang? Ich würde sagen, dann ist das jetzt hier der Zeitpunkt, wo wir diese Seite kurz begutachten noch.
Damit wir hier ja nichts vergessen und übersehen. Ich meine, es wird ja nicht zufällig alles auf der einen Seite gewesen sein. Stinklangweilig für viele von euch vielleicht. Mich nicht. Wer ist hier? Monsieur Napoleon Bonaparte. Oh. Monsieur Napoleon Bonaparte. Ich finde es immer super cool, Franzosen. Monsieur Jacques Perru. Monsieur Jacques Perru. Besonders wenn sie auch Englisch sprechen. Habt ihr schon mal einen Franzosen Englisch sprechen gehört? Es klingt einfach wunderschön. Ich weiß nicht, die französische Sprache habe ich schon immer voll gern gehabt. Deswegen habe ich auch damals Französisch gelernt. A few leaves out of an old encyclopedia. Sehr cool. Und ein paar Sachen kann ich auch noch auf Französisch. Goldelixier hebt alle negativen Effekte auf, die auf dir lasten. Du kannst nicht mehr als 5 bei dir tragen. Mhm. Das dorthin haben wir schon kontrolliert, als wir da lang gelaufen sind. Die hatten damals, oh, ich weiß nicht mal von welcher Marke das Buch war, aber in dem Buch gab es Arthur und Arthur, c'est un perroquet. Et il j'habite dans la rue d'ailleurs. Wenn mich nicht alles täuscht, wenn ich mir das jetzt nicht falsch gemerkt habe. Falls ihr Arthur, den Perroquet, noch kennt, weil ihr das gleiche Schulbuch verwendet habt, dann sagt mir gern, ob er auch da gewohnt hat. Warte mal, habe ich hier? Ja, ne? Hier, das habe ich angeguckt. Den Kamin hatte ich ja auch gerade. Okay, dann schnell wieder weiter. Monsieur Johann von Wulner. Von Wulner. Okay. Ah, jetzt müsste ich in Geschichte aufgepasst haben, um mehrere Personen hier so ein bisschen zu kennen. Ich meine, Napoleon, dafür reicht meine Geschichtskenntnisse noch. Aber wer Wöllner ist, da greifen sich jetzt bestimmt ein paar Leute an den Kopf und sagen sich, wie kann man das nicht wissen? Aber Leute, ich bin auch, Basis ist super schön. Ich bin auch erwachsen geworden, ohne das zu wissen. Aber auch schon geschafft. Oh, hier ist was. Eine Drachme. Eine was? Eine Drachme? Okay. Drachme klingt für mich wie eine Blume irgendwie. Ein Zimmer, wo wir nicht rein können, aber auch unbeschriftet. Also sind wir mal ehrlich, auf der einen Seite ist es schon schön, dass diese kleinen Nischen, sag ich jetzt mal, sind, aber wer soll das alles benutzen? Wer soll hier überall sitzen an diesen jeweiligen Tischen? Ist das wirklich mal voll gewesen? President George Washington. Ah. Haben die so viele Gäste gehabt, dass das wirklich voll ist und das alles in Benutzung ist? Oder sind das einfach viel zu große Paläste, die man niemals füllen konnte mit Leben und Menschen? Und deswegen eigentlich komplett nutzlos, dass es so was Riesiges ist. Da habe ich alles, ne? Erinnere mich an dieses Kästchen, liebe Leute. Wir sind gleich eine Runde rum. Wenn wir bei Elisabeth wieder sind, da leuchtet was. Was würden wir nur ohne diese Sammlermünzen tun, oder? Außerdem, falls ihr vielleicht das Spiel gespielt habt und euch immer dachtet, Mensch, wo sind die verdammten Sammlermünzen? Dann habe ich euch vielleicht hier ein paar Hinweise gegeben. An old Cistercian from Roman Gaul. Oh, das wäre fies gewesen, wenn es dort drin wäre in der Lücke. Wir gehen den ganzen Weg nochmal da lang zurück. Nein, keine Sorge. Ich denke nicht, dass sie das getan haben werden. Und falls doch, ist jetzt echt ärgerlich. Wir können ja gleich mal ins Inventar gehen und uns unsere Münzen angucken, wenn wir sie schon so akribisch sammeln. A pound. Ein Pfund.
Okay, hier ist wieder Emily. Hier sind wir ja schon gewesen. So, dann gucken wir mal. Hier ist die Karte. Interessant. Es wäre aber cool gewesen, wir sind ja jetzt schließlich rumgegangen und wissen ja, was an den Türen steht. Wenn die Map entsprechend gefüllt worden wäre dadurch, wisst ihr? Das wäre halt cool. Aber na gut, dann nicht. Und hier, das würde mich auch interessieren, wie der Turm da aussieht. Aber ich glaube, das ist da, wo wir hochgucken konnten, ne? Was offen war als Treppe. So, Inventar. Kurz husten wieder. Das sind die Bücher. Ah, wo sehe ich denn? Ah, hier. Sammelmünzen. Da steht nur da 9. Nicht von wie vielen und so. Das ist doch blöde. Ich will doch jetzt wissen, wie viel ich von wie viel habe. Na gut. Ja, ich hoffe, wir kriegen irgendeine Eigenschaft. Also ich meine, wenn wir die Münzen irgendwie haben, sowas wie, keine Ahnung, dass wir ein guter Schnüffler sind. Das ist Gdoi. Hier sind wir, oder? Huh, that's me. Hm. Rein mit uns. Ich bin gespannt, wie es drin aussieht. Oh, Leute, wir sind schon mal 21 Minuten. Aber das war eine super langweilige Folge für euch, oder? Komm, wir gucken uns wenigstens das Zimmer noch an. Right. So what shall I do with this letter? It might be about my mother's disappearance. But if I open it, I'll be betraying Piaggi's trust. What should I do? Missbrauche ich Piaggis Vertrauen? Was soll ich tun? Oh, guck mal, das könnten wir machen, aber das können wir nicht. Wir öffnen ihn erstmal nicht. Damn. Can't wait to open it, but I gave my word to Piaggi, so... Too bad. I'll wait until I hand it to Mother. Wow! Nice room. Mortimer sure doesn't do things halfway. Das sind gruselige Bilder und viele große Bilder. Und zweimal das gleiche Bild. Hier ist es einmal in riesig und hier einmal in klein und rund. Ach, das andere auch noch. Das, was da links oben daneben ist, dort auch nochmal in klein und rund. Das ist aber unnötig, finde ich. Da hätten sie sich die Mühe geben können und hätten wenigstens unterschiedliche Bilder machen können. Aber vielleicht ist das ja auch Absicht, dass der Fokus irgendwie darauf liegen soll oder so. Ein schöner Kamin. Ist das ein Spiegel? Erreichen? Amber Crystals. Okay. Talent freigeschaltet, ausgelaugt. Okay. Können wir gleich mal, warte mal, wir lesen gleich mal, was das ist. Talente. Das hier. Du hältst einen Punkt in Gewandtheit. Brauche während eines Kapitels deine Konzentrationspunkte auf. Oh. Ist das jetzt schlecht, oder? Ja, wir haben links unten gar keine mehr, stimmt. Heißt das, ich sehe jetzt auch nichts mehr? Von irgendwelchen? Also fällt mir jetzt auch nichts mehr auf? Oder was? Weil dann sollte ich... Ah doch, hier liegt was. Dann sollte ich nämlich vielleicht irgendwas einnehmen, wisst ihr? Inferno by Dante. Abandon hope, all ye who enter here. Lovely lectures Mortimer is giving to his guests. Very jolly. Okay. Kann ich's haben? Inferno by Dante. Naja. Abandon hope, all ye who enter here. Lovely lectures Mortimer is giving to his guests. Very jolly. Ich habe gesehen, dass man auf den Balkon kann. Ich will bloß erstmal hier so rumgucken. Können noch kein Schloss knacken. Leider, leider. St. Francis of Assisi in Ecstasy.
before superior voices. It always amuses me to see how art gets used for propaganda purposes. The conversion of St. Paul by Caravaggio. It's incredible. It doesn't look like a copy, but I was sure the original was in Rome. Saturn devouring his son. Again? I saw the same theme in the hall. I wouldn't like to be his son. St. Jerome and the Angel. Yet again, art with political undertones with an image of a saint hearing voices. Judith beheading Holofernes. Ironic in a way, when you know that the artist represented herself as Judith beheading her mentor, who had raped her. Was? Ich würde es nochmal lesen. Judith beheading Holofernes. Ironic in a way, when you know that the artist represented herself as Judith beheading her mentor, who had raped her. Wow, okay. Karmelitengeist. Mit Karmelitengeist versetzt du dich in den Zustand fokussiert. Der nächste Fertigkeitsansatz kostet dich nichts. Du kannst nicht mehr als 5 bei dir tragen. Okay. Jo. Okay. Was haben wir hier noch in der Mitte? Einfach nur gemütlich was zum Hinsetzen. Okay. Dann gucken wir hier drüben noch. Ich hoffe, er legt sich nicht sofort hin. Doch, tut er. Mann, ich wollte den Balkon noch angucken. Okay, ich habe angenehme Träume und auf nüchternen Magen als Errungenschaften freigeschaltet. Vor der Küste von England. Okay, erfolgreich. Ich bin zum Herrenhaus gegangen. Ich habe am Anleger Mutter Schritte nachvollzogen. Ich habe Piaggi überzeugt, mir seinen Brief anzuvertrauen. Ich habe Mr. Washington kennengelernt. Ich bin in der großen Halle geblieben, um mich mit Mr. Washington zu unterhalten. Ich habe am Ableger ein seltsames Buch gefunden und ich habe Fragen bezüglich meiner Mutter gestellt. Ohne Erfolg ist gar nichts anscheinend. Alternative Wege, ich hätte Sir Home im kleinen Salon Gesellschaft leisten können. Ich hätte eine unerwartete Begegnung haben können. Okay. Beides wahrscheinlich nicht, weil wir uns halt für die anderen Leute entschieden haben. Aber okay. Damit ist wohl Episode 1 abgeschlossen. Was passiert denn, wenn ich auf Weiter drücke? Oh, Errungenschaft. Also Dingspunkte. Stufe 2. Erfüllte Ziele. Dafür haben wir 1550 Punkte bekommen. Freigeschaltete Eigenschaften 180. Erkannte Charaktereigenschaften 150. Neue Charaktere 120. Ausgenutzte Schwächen 200. Und gefundene Gegenstände 900. Hat sich also gelohnt, ordentlich zu sammeln, weil dann kriegen wir viele Punkte. Okay, 4 Punkte habe ich verfügbar. Ein Stufenaufstieg bringt dir 3 Konzentrationspunkte. Ah, okay. Gut, wir haben 4 zur Verfügung. Wo wollen wir die unterbringen? Was ist hier? Dir gelingt es mit Leichtigkeit, Menschen dazu zu bringen, in deinem Sinne zu handeln. Das wäre halt schon mega praktisch und wir haben schon 2 Dinge hier. Deswegen bin ich eigentlich dafür. Unter anderem... was ist hier? Sind wir schon Stufe 1? Du kannst deine logischen Geistes- und Sprachfertigkeiten meisterhaft einsetzen. Warte mal, hier sind wir überall schon Stufe 1. Ach, weil wir uns ursprünglich dafür entschieden haben, Detektiv zu sein, haben wir das hier schon als Stufe 1. Kann das sein? Glaube ja. Überzeugung. Du bist in der Lage, die Menschen mit deiner sicheren Willenskraft und deiner Einstellung zu überzeugen. Du kennst dich auf dem Parkett der Geopolitik bestens aus.
Es ist ein leichtes, die Aufmerksamkeit der Menschen in die gewünschte Richtung zu lenken. Du kannst alle möglichen fremdsprachigen Dokumente und Konversationen verstehen und übersetzen. Ist auch gut. Du bist stets auf dem neuesten Stand der Wissenschaften, medizinische Techniken angeht. Genieße die Vorzüge eines hervorragenden kulturellen Hintergrunds in puncto Kunst, Geografie und Geschichte. Du kennst dich auf dem Wissen über Sagen, okkulte und religiöse Symbole, alte Sprachen, Geheimgesellschaften aus. Warte mal, wir machen das hier. Weil wir dann hier Stufe 1 sind. Das ist nämlich schon mal cool. 3 Punkte haben wir noch. Inskraft Politik Abdu. Thema zu wechseln und liebsame Fragen zu vermeiden. Das ist sehr cool, was hier. In welcher gesellschaftlichen Situation welches Verhalten gefragt ist, aber sind jetzt Komplimente und versteckte Beleidigungen. Okay. Und gehen selbst kleinste wichtige Details und seltsam platzierte Elemente nicht. Merkwürdiges Verhalten fällt uns auf. Verhalten, Gedanken deiner Mitmenschen. Offenes Buch. Logischen Geist und Sprachfertigkeiten meisterhaft einsetzen. Gegen den Umgebungen, manchmal gegen andere Personen. Ist alles. Das ist alles so gut, verdammt nochmal. Ich bin eigentlich einmal für Sprachen. Überzeugung. Ablenkung, glaube ich. Ist das doof? Sollten wir mehr hierauf gehen? Ich bin eben nicht mehr hierauf gegangen, weil wir hier schon Stufe 1 überall haben, wisst ihr? Und das sind alles sehr coole Fähigkeiten. Hier ist mit dem Schlösserknacken ist halt auch geil, ne? Sollte man hier vielleicht noch was... Vielleicht ist Aufmerksamkeit der Menschen in die gewünschte Richtung zu lenken, das Thema zu wechseln und liebsame Fragen... Menschen deiner Willenskraft und deiner Einstellung zu überzeugen. Vielleicht sollten wir hier so machen erstmal. Das könnte uns nämlich helfen, weiterzukommen an vielen Stellen. Ich glaube, wir machen das. Oder? Manuskripte auswählen. Hier kannst du festlegen, was du während deines Abenteuers liest. Jedes Manuskript, das du liest, bringt dir am Ende des Kapitels Fertigkeitenpunkte. Okay, was haben wir denn alles? Das ist nur hier in dem Bildschirm, ne? Enzyklopädie bringt Wissenschaft, Sprachen und Belesenheit. Ach, das kann ich eh noch nicht auswählen, weil mir die Teile fehlen. Okay. Etikette, Überzeugung, Psychologie oder Wissenschaft? Okay. Ich bin, glaube ich, erstmal von der Wissenschaft weg. Etikette, Überzeugung, Psychologie. Ich glaube, Überzeugung, oder? Dann hätten wir ja dort einen Punkt umsonst, oder? So, stopp. Weil jetzt sind wir halt wirklich schon ziemlich weit. Da haben wir einiges jetzt in der... Wir sind bei 34 Minuten, fast 35. Haben wir einiges zusätzlich in dieser Folge gemacht. Weil wir ja eigentlich nur über den Gang geschlendert sind, damit ihr ein bisschen Bonusmaterial habt. Deshalb würde ich die Folge gerne an der Stelle beenden. Und wir gucken beim nächsten Mal weiter, wenn es wieder heißt The Council. Also bis dann. Tschüss.